drauf. Ja, wir haben ja jetzt schon im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet, wie soll es weitergehen, ja? Also das Angebot der Scientists for Future 2 sind ja diese 900 Milliarden Euro in 7 Jahren. Kohlestopp 26 würde das bedeuten und vieles andere mehr. Abgezweigt aus einem Wirtschaftswunder von bis zu 500 Milliarden Euro pro Jahr, was die 20 Reformen bringen würden. Ja, wie soll es weitergehen? Denn bis jetzt ist es so, dass gerade die Kölner Leitung hier, das Orga-Team, doch eher so an Sozialismus oder Ähnliches glaubt und nicht daran, dass man mit menschenfreundlichen Reformen viel schneller zum Ziel kommen könnte. Was denken Sie, wie geht das weiter? 14 Monate, kein Ergebnis bisher. Was vermuten Sie? Es muss ja immer eine Schere sein zwischen den Politikern, sag ich mal, zwischen der Politik und den Menschen selber. Wie ich mich gestern auch mit Freunden und in meinem Umkreis unterhalten habe, ist die Meinung tatsächlich auch, zum Beispiel was Greta Thunberg angeht, total verzwickt irgendwie. Also da wird die, ja, aber auch negativ besetzt bei anderen. Also kritisch gesehen wird sie, weil zwei ihrer Mitstreiter mit dem Flugzeug zurückgeflogen sind, aber das sind ja Sachen, darum geht es ja nicht. Also was geht darum geht es ja gar nicht, weil das ist ja nur ein Symbol mit dieser Bootsfahrt, dass das vielleicht am Ende klimaschädlicher war. Das spielt keine Rolle für so ein Symbol, das ja für 7 Milliarden Menschen stehen soll. Also über so Kleinigkeiten, haben Sie vollkommen recht, braucht man sich nicht aufzuregen. Genau, richtig. Und kommt tatsächlich aufs Umfeld an. Also ich bin in einer Design-Uni, da ist es sehr aufgeklärt und offen. Und ich habe eine Fußballmannschaft, da ist das noch etwas mit belächelnd, wie das gesehen. Und könnte das daran liegen, dass die Leute, die so bei der Fußballmannschaft mehr im Job stehen teilweise, ja, dass die natürlich sagen, ja, was die Greta da, was die jungen Leute da so im Kopf haben, das ist ja so eine Art Weltsozialismus. Wir lassen es zu, dass die dritte Weltländer noch weiter munter ohne Preis CO2 ausstoßen. Aber wir Reichen, die wir ja früher Böses getan haben, was ja Fakt ist, ist ja so, wir reichen Länder, müssen jetzt kräftig unsere CO2 schon mal runterfahren. Und die anderen machen das dann später. Da sagt aber der normale Bürger so einfach, ja, will ich jetzt, die Amerikaner haben die Indianer umgebracht. Wollen wir jetzt den Indianern die USA wieder zurückgeben, nur weil es eigentlich gerecht wäre? Die Spanier haben die Indios umgebracht. Wollen wir den Indios jetzt wieder Brasilien zurückgeben, nur weil die, also da ist eben der Punkt, dass dann die Leute wahrscheinlich sagen, Schwamm drüber, wir lassen mal die Länder so, wie sie sind und lassen mal die Eigentumsverhältnisse so, wie sie sind. Und wir können doch jetzt nicht hingehen und unsere Wirtschaft ruinieren und selber mehr Steuern zahlen, damit die anderen Länder noch 20 Jahre CO2 rausblasen können. Ja? Genau, ja. Also, genau, es werden dann schnell solche Vergleiche gezogen, die gar nichts mit der Situation jetzt zu tun haben. Und der Normalbürger, wie Sie das gesagt haben, sieht dann, dass der Sprit 30 teurer wird und sagt dann, ja toll, und ich muss wieder bezahlen. Also. Genau, und weil die Leute dann sagen, während was wir vorhaben, die Scientists for Future 2 ist ja ein Wirtschaftswunder von bis zu 500 Milliarden jedes Jahr. Damit können wir Steuern senken für alle, also Gebühren, Abgaben, alles was so gibt, kann man senken. Und trotzdem hat man am Ende noch 900 Milliarden Euro übrig fürs Klima. Ich mache mal nur ein Beispiel. Mein Arzt bekommt in Zukunft nur noch dann viel Geld, wenn er mir hilft, mit einem spaßmachenden Gesundheitsclub, wo alles angeboten wird, tanzen, singen, gesunde Ernährung, alles angeboten wird, eine ganze Palette, kostenlos, alles kostenlos. Alles kostenlos, weil sie zahlen der Beitrag, ne? Und wenn er die Leute verführen kann zu einem etwas gesünderen Lebensstil, haben wir dann 70 Milliarden pro Jahr allein aus dieser Reform plus. Dann müssen wir davon einen Teil verwenden, um die Aktionäre zu entschädigen, weil die Dividenden der deutschen Pharmakonzerne ein bisschen runtergehen werden. Da müssen wir denen die Aktien konstant halten. Haben wir aber immer noch 60 oder 50 Milliarden übrig nach der Dividendenkonstanthaltung. Haben aber keinen Widerstand, ja? Haben keine Proteste dagegen von Seiten der Industrie. Und dann können wir dann 50 Milliarden ins Klima rüber tun. Und das tut niemandem weh, weil jeder hat so seine leichte Steuersenkung ja bekommen. Und wenn es nicht weh tut, kann man es machen. Aber nur, wenn es nicht weh tut.
Genau, also das ist dann auch der Teil, der irgendwie von uns, von der Bevölkerung kommen muss. Ernährung ist ja ein Riesenthema und wenn man da mal sich umguckt und sich auf die Fleischherstellung, die Massentierhaltung, auch in der Milchindustrie und wenn man sich das anguckt, dann muss man da auch sich bewusst entscheiden, das nicht zu tun, nicht zu unterstützen. Ja, und dann würden ja durch diese Reform, würde ja der Arzt zum ersten Mal sagen, Leute, ich habe bis jetzt nichts gesagt, weil ich habe ja bisher an eurer Krankheit gut verdient und wenn ihr dann Krebs durch Fleisch bekommen habt oder andere Dinge, ja, aber wisst ihr, aus gesundheitlichen Gründen, kommt doch mal zu meinem Ernährungskurs, der macht Spaß, sind nette Leute, nette hübsche Frauen dabei, nette hübsche Männer dabei und guckt euch doch mal an, wie man vegan sich ernähren kann und wie viel gesünder man davon lebt und so weiter und wie leicht man damit auch abnimmt, weil Fleisch ist hochkonzentrierte Energie, da nimmt man zu, Milchprodukte machen alle möglichen Erscheinungen, führen ja, also alle möglichen Störungen im Körper und so weiter. Das wird der Arzt jetzt zum ersten Mal sagen, weil er dafür Geld kriegt. Er kriegt nämlich für die gesunden Menschen Geld. Und wenn wir so die gesamte Gesellschaft gesünder und glücklicher werden lassen, lässt auch der Konsum nach. Denn warum fahren die Leute nach Mallorca und saufen die Fußballleute? Warum fahren die nach Mallorca und saufen sich die Hucke zu? Weil es hier in Deutschland doch oft sehr karg und sehr frustrierend ist. Wenn aber in diesem Gesundheitsclub um den Hausarzt rum ich eine kostenlose Partys habe ohne Alkohol und Zigaretten, dann bleibe ich doch lieber da. Genau. Also ich stecke quasi zwischen dieser Welt in meiner Design-Uni. Da wird auch dieses Thema vegan viel besser aufgenommen als in der Fußballmannschaft, wo ich aber auch zugeben muss, wo ich auch nach Malle mitgeflogen bin und gesoffen habe. Aber ich versuche auch, mein Umfeld irgendwie von der veganen Ernährung mitzuziehen, im gewissen Rahmen. Und auch da, bei der Fußballmannschaft wird das belächelt. Bei der Design-Uni sind die meisten auch schon in der Einstellung. Es wird deswegen belächelt, weil der normale Bürger denkt, der Arzt ist der Fachmann und der warnt mich nicht vor Fleisch. Aber er versteht nicht, dass der Arzt ja sehr gut verdient, wenn er dann endlich krank ist. Ja, und dass er quasi der Arzt nicht bewusst, ich unterstelle keinem Arzt böse Absichten, aber die Ideologie, die der Arzt in seinem Studium gelernt hat, ist einfach die, mit der er Geld verdienen kann. Und das heißt, rede nicht über Ernährung, denn Ernährung ist dein täglich Brot. Ja? Denn wenn die Leute zu viel Zucker essen, dann kannst du, oder auch der Zahnarzt, wenn die Leute zu viel Zucker essen, kannst du gut behandeln und dann kannst du die nächste Brücke finanzieren und so weiter. Also diese Logik, dass eigentlich das Negative, also das ist übrigens der Kern der Lösung der Scientist for Future 2, nämlich dass wir bis jetzt die falschen Dinge belohnt haben. Wir haben die Waffenhändler belohnt, wenn es mehr Krieg gab, aber nicht belohnt, wenn es weniger Krieg gab. Genau das müssen wir jetzt in Zukunft machen. Wir haben den Arzt belohnt und die Pharmakonzerne, wenn wir alle krank wurden, aber wir haben sie nie belohnt, wenn sie Krankheit verhindern, helfen. Ja? Und da ist der Fehler. Das ist der Baufehler im System. Und den haben die Professoren entdeckt und die Reformen dafür entwickelt. Klingt das vernünftig? Das klingt sehr vernünftig, ja. Absolut, würde ich nur zustimmen. Ja gut, dann kann ich Sie nur bitten, schauen Sie im Internet. Ich sage Ihnen gleich nochmal den Zugang, wie die beiden Zugänge, wie Sie alles finden. Und wir können nur hoffen, dass so intelligente Leute wie Sie das überall mal weiterteilen, verbreiten, Facebook oder was auch immer. Und dass wir dann mal eine Diskussion kriegen darüber, denn 56% aller Wähler in einer simulierten Bundestagswahl haben den Ansatz der Scientists for Future 2 gewählt. Also mehrheitsfähig ist es, aber die 44%, die dagegen waren, die waren sowas von dagegen, weil die kein Wort verstanden haben. Also wir müssen irgendwie versuchen, das zu verbreiten. Also meine Bitte an Sie sozusagen, diese Botschaft Scientists for Future 2 hat die Lösung für die Zukunft der Menschheit, einfach mal teilen. Ne? Ja, gerne, mache ich. Alles klar, danke. Gell?